Noch nie war die Ausbringung von Gülle so kontrovers wie heute. Der gesellschaftliche Druck auf geruchsarme Ausbringung steigt stetig. Zusätzlich hat der Dünger durch schlechte Praxis und ungünstige Witterung ein stinkendes Image. Technik und Gesetzgeber schreiten daher zusehends in Richtung bodennahe Ausbringung. Denn Gülleausbringung muss nicht stinken. Direkte Einarbeitung der Gülle hilft dabei, Ausgasung der Gülle zu minimieren und dabei sogar die Nährstoffverfügbarkeit zu erhöhen. Unser Lohnunternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Alpenvorland bietet dafür eine für jeden Betrieb passende Lösung an. Im zweiten Teil unserer Ackerbauserie stellen wir die Gülleausbringung mit kombinierter Bodenbearbeitung genauer vor. Wir haben seit einigen Jahren einen Verfahrt Hydro 3 im Einsatz. Dieser wird von einem 380 PS starken DAF 6-Zylinder Dieselmotor angetrieben. Der Verfahrt betankte 14 Kubikmeter Fassinhalt direkt von der Güllegrube oder über einen frei steuerbaren Auslegearm. Die Gülle wird schonend ausgebracht, da die drei Räder die Fahrspuren nur jeweils einmal überfahren. Zusätzlich wird die Bodenbelastung durch seine über einen Meter breiten Reifen und den mit der Reifendruckregelanlage stark verringerten Reifendruck niedrig gehalten. Daher werden auch unter feuchten Bedingungen kaum Spuren hinterlassen. Als Dreieck erreicht die Maschine eine sehr hohe Wendigkeit, da das Vorderrad über 90 Grad in jede Richtung gedreht werden kann. Das ist besonders wichtig bei kleineren oder verwinkelten Schlägen. Seine drei hydrostatisch angetriebenen Räder und hohe Außenbreite lassen den Gülledreieck sicher am Hang arbeiten. Zusätzlich bietet die Technik den großen Vorteil, dass die Gülle sofort eingearbeitet wird. Die Gülleemissionen, vor allem bei warmem Wetter, gehen damit stark zurück. Trockenheit ist somit kein großes Problem mehr. Der Bodenschluss bleibt erhalten und führt zu einer höheren Wasseraufnahmefähigkeit sowie geringerer Austrocknungsgefahr. In Summe gehen weniger Nährstoffe verloren und die Gülle befindet sich in Wurzelnähe. Dadurch wird die Nährstoffausnutzung durch die Pflanzen verbessert. Vor allem vor den Maissätzen bietet sich eine eingearbeitete Güllegabe im Frühjahr an. Eine kombinierte Zwischenfruchtaussaat nach der Ernte ist mit diesem System ebenfalls möglich. Wir setzen den Gülledreieck ballweise mit einem 8 Meter breiten Scheibeninjektor oder jeweils eine 6 Meter breite Scheibenecke oder Gruppe ein. Auf die Arbeit mit dem Scheibeninjektor im Grünland werden wir in einem zukünftigen Video genauer eingehen. In diesem Video ist der Verfahrt mit der 6 Meter breiten Gülle-Scheibenecke Meyer Mixi im Einsatz zu sehen. Die Scheibenecke arbeitet in bis zu 10 cm Arbeitstiefe. Zwischenfrüchte werden mit diesem System mit eingearbeitet. Unter optimalen Bedingungen wird damit ein fast fertiges Saatbett hinterlassen. Der Güllegrub arbeitet in bis zu 15 cm Arbeitstiefe und ist besser für feuchtere Bedingungen geeignet. Der Scheibeninjektor kann auch auf niedrigen Getreidebeständen eingesetzt werden. Die Pflanzen werden schonend gedüngt, da der Verfahrt durch seine große Reifenauflagefläche kaum Fahrspuren hinterlässt. Durch die Ablage der Gülle in schmalen, leicht eingearbeiteten Spuren bleiben die Bestände sauber und Verbrennungen sind ein geringes Problem. Die Nährstoffe sind besser für die Getreidewurzeln erreichbar und die Gülle kann somit ihren Nährstoffwert besser umsetzen. Das Gülledreieck kann eine hohe Schlagkraft erreichen, wenn die Gülle mit Zubringern zum Feld gebracht wird. Für kürzere Strecken stehen mehrere 15,5 Kubikmeter Fässer teils mit aufgebauter Pumpe zur Verfügung. Diese und eine externe Pumpe können auch ausgeliehen werden. Für weite Entfernungen empfiehlt sich der Einsatz unserer LKW-Zubringer. Sie haben ein Fassungsvermögen von 30 Kubikmeter und sind zusätzlich mit selbstsaugenden Pumpen, die 6 Kubikmeter pro Minute leisten, ausgerüstet. Ein 70 Kubikmeter großer Güllecontainer verhindert als Puffer
Wartezeiten zwischen den Fahrzeugen. Die Gülledüngung mit dem Verfahrt kann eine gute Möglichkeit sein, um bestehende Förderungen auszunutzen, Arbeitsgänge einzusparen und somit Arbeitsspitzen abzufangen. Was haltet ihr von diesem System? Wir freuen uns über eure Kommentare. Habt ihr Interesse an unseren Dienstleistungen oder unserem Unternehmen? Dann werft einen Blick auf unseren YouTube-Kanal oder unsere Webseite www.peterkircher.at.